Verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, laut dem Antrag der Bundesregierung leistet der NATO-Einsatz KFOR Folgendes, ich zitiere aus dem Antrag, Unterstützung zur Entwicklung eines stabilen, demokratischen, multiethnischen Kosovo, Zitat Ende. Und dafür beantragen Sie auch für das nächste Stationierungsjahr 45 Millionen Euro. Allein die Bundeswehr steht schon seit 16 Jahren im Kosovo und keines ihrer vorgegebenen Ziele wurde auch nur annähernd erreicht, meine Damen und Herren. Im Gegenteil, die gesamte Regierung besteht aus ehemaligen UÇK-Kadern und im Schatten der Bundeswehrpanzer im Jahr 2015 agiert diese Terrororganisation UÇK erneut und überzieht die Nachbarstaaten wie Mazedonien mit Terror. Ihr Rückzugsgebiet ist das Kosovo. So erhielten die in Mazedonien mit den Sicherheitskräften in einem Gefecht getöteten UÇKler in Pristina ein Heldenbegräbnis erst kürzlich auf dem Friedhof der Märtyrer unter Anwesenheit höchster Kader dieser nationalistischen Truppe. Und muss es Ihnen nicht zu denken geben, meine Damen und Herren, dass das Kosovo zu der Region in Europa geworden ist, aus der mittlerweile die meisten Kämpfer für die Terrorbanden des Islamischen Staates im Irak und Syrien rekrutiert werden, und das unter den Augen der NATO und ihrer Bundeswehr? Ich finde, Deutschland darf nicht weiter großalbanischen Nationalismus der UÇK und auch Terrorzentren wie das Kosovo unterstützen, die die Gewalt in die Region und in den Nahen Osten tragen. Und das Kosovo ist auch das Armenhaus Europas. Die Menschen stimmen dort mit ihren Füßen gegen ein zutiefst korruptes System ab. Gerade die Minderheiten der Roma und auch der Serben haben die Region zu Hunderttausenden verlassen. Und auch deshalb ist hier ihre Bilanz einfach nur niederschmetternd. Und auch in puncto Völkerrecht ist ihre Performance schlicht negativ. Der ehemalige Bundeskanzler Schröder aus der SPD erklärte erst letztes Jahr, dass es sich beim Jugoslawienkrieg um einen Völkerrechtsbruch auch der Bundesregierung gehandelt hat. Also die Bombardierung Jugoslawiens war völkerrechtswidrig, sagte der ehemalige Bundeskanzler Schröder. Ich frage Sie, welche Konsequenzen haben Sie eigentlich aus dieser Aussage gezogen? Welche Konsequenzen? Die Bundeswehr steht im Kosovo in der Folge dieses Völkerrechtsbruchs und sie hat wie die deutsche Außenpolitik dort nie eine neutrale Rolle eingenommen. Ich finde, wir brauchen keine deutschen Soldaten auf dem Balkan, die Partei ergreifen und Völkerrechtsbrüche militärisch absichern. Wir brauchen eine Rückkehr zum Völkerrecht, denn nur dies kann die Basis für ein friedliches Zusammenleben in Europa sein. Und in diesem Zusammenhang ist es auch bemerkenswert, dass sich der Antrag der Grünen auch noch in dem der Bundesregierung unterscheidet, weil sie noch schärfer Völkerrechtsbrüche fordert. Jene EU-Mitgliedstaaten, die das Kosovo, die einseitige Unabhängigkeitserklärung des Kosovo, nicht anerkannt haben und im Rahmen des Völkerrechts geblieben sind, sollen diesen Völkerrechtsbruch gleich der Bundesregierung anerkennen. Und während Sie alle hier Russland wegen der Krim Völkerrechtsbruch vorwerfen und deshalb sanktionieren, verlangen Sie andererseits von Zypern, Rumänien, Spanien, Griechenland und der Slowakei, ihren Völkerrechtsbruch sozusagen mit anzuerkennen und dem zu folgen. Das ist pure Heuchelei, meine Damen und Herren. Doppelte Standards, deutsche Machtpolitik und die Heiligung von Völkerrechtsbrüchen schaffen keinen dauerhaften Frieden in Europa. Wir sagen, wir müssen zurück zum Völkerrecht und zu einer friedlichen Außenpolitik Willy Brandts, sodass niemals wieder Krieg vom deutschen Boden ausgeht.